Hallo, ich grüße euch. Wie habt ihr den ersten Celebration-Tag am 11.04.2019 erlebt? Ich bin ja leider jetzt hier in Deutschland. Ich begleite meine amerikanischen Freunde, meine amerikanischen Familien, Star Wars-Familien, die sich so nennen, auf der Celebration, die live mit der Kamera arbeiten, Blog und andere Web-TVs haben oder selber generieren, auch Profis. Und mir fällt halt auf, jetzt in dieser Celebration am 11. bis zum 15. in Chicago, dass ich ja als Händler andere Preise bekomme, das wisst ihr, Händler bekommen immer andere Preise, aber sehr sensationell gemacht, deswegen mache ich gerade diesen Videoclip. Zum Beispiel diese Figur hat ja eine Zeit lang, Nummer 34, Darth Revan, hatte 154 Euro eine Zeit lang gekostet, dann 89,95 Euro eine Zeit lang gekostet. Im Moment kostet diese Figur 20,25 und jetzt bin ich bei den Amerikanern, deswegen komme ich jetzt da drauf. Wenn ihr mal durch YouTube geht und die amerikanischen Podcasts und die amerikanischen Sender durchgeht, die da also live arbeiten, die jetzt vom 11. bis zum 15. da live streamen, live zeigen und auch vom Stand, also von Funko Pop zum Beispiel oder diverse andere Anbieter, die Star Wars da vertreiben. Also wie gesagt, diese Figur kostet im Moment 20,45 Euro oder so ähnlich. Da sind wir beim Kern. Also ich hatte gerade einen amerikanischen Podcast, der sich tierisch gefreut hat, dass er auf der Celebration die Figuren, die ihm noch fehlten, um 25, 26 Dollar kaufen konnte. Also ihr merkt, die Preise sind tief. Und warum ich diesen Videoclip jetzt gemacht? Weil auch ich, wie gesagt, hier so ein bisschen rauf und runter fahre, mir anschaue, was könnte man denn noch einkaufen, was könnte denn interessant sein, weil ich ja eine sogenannte Fensterdekoration machen möchte mit großen Teilen, mit großen Fliegern, mit diesen besagten auch. Ja, und diesmal muss ich leider unterbrechen. So. So, ich hoffe, dass ich diesen kleinen Cliffhanger zusammenbekommen habe, weil ich an sich immer nur eine Minute, drei Minuten, sechs Minuten oder 20 Minuten Clips machen möchte. Jetzt in dieser Euphorie, 11. bis zum 15.04. Wie gesagt, Revan um die 20 Euro, kam vorher 89,154 Euro. So, warum ich jetzt diesen Videoclip nochmal angefangen? Weil ich, wie gesagt, durch Amazon und wie die alle heißen, die mir die Ware anbieten, ja. Ich bekomme die ja, wie gesagt, im Business Price als EK und da muss ich höllisch aufpassen, weil darauf noch die Mehrwertsteuer kommt. Zum Beispiel der Hasbro Star Wars The Black Series Chewbuck und diesen Sand Trooper, Chewbuck und Sand Trooper, kostet immer so um die 70 Euro. Ja? Jetzt haben sie es ganz raffiniert gemacht. Ganz groß, 57,07 Euro. Ganz raffiniert gemacht. Ja, dass ich, oh, so günstig ist er, ne? Er kostet halt immer noch 68 Euro, also 67,61 Euro. Hallo. Das ist der Clip für Marcel. Für Marcel Alexander Mölln. Ja, haben Sie ja auch gerade gesagt, ich habe schon noch eine Figur. Jetzt bin ich 120 Euro los. Habe also insgesamt 400 Euro zwar gespart, unheimlich gespart. Ich habe also 400 Euro gespart, weil ich jetzt 120 Euro ausgegeben habe. Ja, ich habe also 120 Euro ausgegeben. Nach der Convention werde ich euch die Figuren zeigen, weil nach der Convention werde ich diese Figuren wohl erstmal erhalten. Das gute Glück ist, dass ich im Moment über Amazon alles bestellen kann, was in der Convention einem da gegeben wird. Also ich bin bei den Amerikanern und ich höre mir denen ihre Podcasts an, ich begleite die Amerikaner. Ich suche die gerade live sind raus und höre mir das an und sage Hello, hier ist Germany und da freuen die sich, dass auch deutsche Zuschauer haben in ihrem Podcast. Ich meine, einmal im Jahr sich wirklich wie ein Kind fühlen, einmal im Jahr mit Figuren nicht spielen, aber sich anschauen. Ich schaue sie mir ja wie gesagt nur an. Also noch einmal, ich kaufe die Figuren ein wegen dieser Sendung. Ich hatte das vor. Ich hatte dieses vor mit Project for Ollies, Star Wars. Das mache ich auch weiterhin. Irgendwann werden Ollis diese Videoclips sehen, dann sagen sie ja oder sagen sie nein. Mir macht es unheimlich viel Spaß, über Figuren zu philosophieren, über Figuren zu sprechen. Dass einige Figuren richtig Geld kosten, das wissen wir.
dass einige Figuren unbezahlbar geworden sind, wissen wir auch. Da ich aber hier ein Kundenklientel habe, die nichts damit zu tun haben. Sie haben nichts damit zu tun, die interessieren sich überhaupt nicht dafür. Die wissen noch nicht einmal, was Star Wars ist. Das bedeutet, dass ich die großen Figuren 1:1 nicht ins Schaufenster stellen kann, weil ich sonst ein Teufelsanbeter bin, ein Okkultist oder sonstige andere Sachen. Ich musste sogar 3D-Böden entfernen, weil die Kunden, ja, die hatten regelrecht Angst, darüber zu gehen. Die fanden das nicht lustig, die nahmen an, die stürzen ab und all solche Sachen. Ich musste Teppiche, 3D-Teppiche entfernen, weil die dachten, sie stürzen in den Keller. Ja, das war ein Teppich, der wirklich so 3D-mäßig war. Man meinte, man geht in den Keller. Sah es stark aus, mir hat es gefallen, aber die Kunden nicht. Ich muss also auf meine Kunden achten, meine lieben Kunden. Ich werde weiterhin im Realmodus, im Analogmodus Star Wars nicht an. Ich werde auch nicht in Star Wars Bekleidung hier sitzen oder arbeiten. Dennoch werde ich öffentlich vor laufender Kamera sagen, ja, ich mag Star Wars, ich gehöre zur Star Wars Familie, bin ein Star Wars Freund, ich bin ein Star Wars Begeisterter und das seit dem ersten Tag an, wo ich leider schon 18 Jahre, 20 Jahre alt war. So, mit 18, 20 habe ich die Firma gegründet, deswegen feiere ich heute 40 Jahre analog-digitale Technik, war 30 Jahre involviert im Lukas Film und Lukas Art für Gaming und für die anderen Gaming, also Spiele, Spielekonsolen, war ich involviert und habe 30 Jahre im Management dort gearbeitet. Ich kenne also die Welt der Normalen, also die, die arbeiten müssen, die, die mit der Kamera arbeiten müssen, die mit dem Ton arbeiten müssen, die mit dem Schnitt arbeiten. Das ist Arbeit, meine lieben Freunde. Ein Schauspieler, das ist auch Arbeit, auch wenn er in einem Strampelanzug mittlerweile durch die Gegend rennt. CGI, VFS, VFX, FSX und keine Ahnung, wie alles heißt. Also die Schauspieler, die sehen nichts, sie sehen nur einen grünen Raum und man sagt denen, in der Höhe musst du jetzt was machen, in der Höhe musst du dich mit jemandem unterhalten. Mittlerweile hat man ja auch Plastikköpfe, die man anpacken kann, damit man überhaupt was anpackt. Ja? Harrison Ford fand das alles nicht so lustig damals, weil da nichts funktioniert hat. Das hat er ja auch mehrfach gesagt. Da hat ja gar nichts funktioniert. Er hat auch nichts gesehen. Er wusste gar nicht, mit wem er da reden sollte. Heute redet man ja Gott sei Dank mit einer Person in Grün. Hi. Grüß euch. Hi.